und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute an diesem Samstag, dem 5. Januar 2013. Also, wir machen gleich weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und ja, ich werde euch dann auch noch in diesem Video, falls ich es nicht vergesse, noch Informationen zum Gefängnis geben, eben wer da alles mitkommen will und so. So, ich habe leider den Tagesbonus, habe ich verspielt mit diesem Charakter. Ich bin auch nicht immer online, also das könnt ihr euch auch ausrechnen. Aber naja, machen wir mal die Lotterie. Glückskreuz. Und ja, fügen wir das mal zum Beutel. Ich habe da noch recht viele Schriften. Gelb ist Ausdauer. Okay, Ausdauer können viele gebrauchen. Ist das auch 5? Ne, Beweglichkeit 1. Ja, weil Weisheit kann dieser Account nicht brauchen. Und schauen wir mal, was wir da noch. Ah, cool. Von Zabe. Hi Gabriel, du hast gesagt, dass du so wenig Geld hast und ich mag dich. Ich hoffe, du kannst das damit. Liebe Grüße, Clip. Habe ich das mal gesagt, dass ich wenig Geld habe? Ja, 3 Gold, stimmt, ist wirklich nicht viel, aber eben, ich könnte mir, das stimmt. Das ist auch mal mit dir meinen Krieg hier zu supporten. Danke an Zappe und ich glaube, auf YouTube heißt du ClipWatch100 oder so. Danke für das Essen, für das Geld, wäre nicht nötig gewesen, aber eben, ich kann es natürlich gebrauchen. Ja, ich weiß gar nicht. So, ordnen wir das mal. Dann dieser Trank hier. Das letzte Mal waren wir ja online, als noch die Briefkästen und so alles weg waren. Danke an Zappe für all diese Sachen. So, ich sende mir jetzt mal diese Schriftrollen, weil eben die kann ich nicht gebrauchen. Aber das gehört ja auch zu einem Let's Play. So, ich mach's noch ein wenig lauter. Gabriel. So, schnell die für die Weisheit, weil eben ja die kann mein Tank hier nicht gebrauchen. Dann Ansa minus Re. Ist eben mein Waldläufer, das wissen wahrscheinlich auch ein paar. Also sehen wir das mal. Gut, dann das könnten wir eigentlich auch meinem Waldläufer senden. So, ich hoffe, es ist nicht langweilig für euch, wenn ich da jetzt eben das alles sehen soll. Jetzt schaue ich aber, ja, gut. Also, ordnen wir das zunächst mal und dann Aufträge. Schnappt ihr die Pläne? Ja, genau, machen wir mal das. Das ist bei den Snook-Piraten. So. Eben wegen dem Gefängnis. Also ich mache wahrscheinlich morgen noch ein Let's Play, wenn es geht. Ich kann es nicht garantieren, aber ich versuche auch noch eben morgen, weil dann am nächsten Montag wieder die Schule beginnt, eben, dass ich auch noch die Fragen beantworten kann, damit ich das ein wenig klären kann. Also, fangen wir nochmal an. Eben, das Gefängnis kann man ja mit Level 15 machen. Ey, ja genau, danke, dass du noch einen anderen Code hast. Ja, mit Level 15 kann man ja das Gefängnis machen. Und ich versuche es so schnell wie möglich zu machen, natürlich. So, das könnte ich vielleicht auch noch benutzen. Aber eben, voraussichtlich wird das Gefängnis nächsten Samstag. Also das wäre besser gesagt, 15, 7, 3, nee, 12. 12. Januar sein, voraussichtlich. Oh, das sind ein wenig viele. Das sind ein wenig viele. 12. Januar wird es sein. Oh, ich brauche Trank. 12. Januar, genau, eben das ist nur, ich kann euch nichts garantieren, aber eben alle, die wirklich Interesse haben, mal in meinem Video, ey, jetzt klappt mir den, nee, das ist gemein. Das ist jetzt gemein. Oh, nee, jetzt nicht. Okay.
alle, die jetzt mal denken, ja, ich will auch mal in seinen Videos sein, so den, eben, ich habe es gesagt, am 12. Januar, also am Samstag in einer Woche wäre Zeit, so ich muss da auch noch Haushandel, Problem mit Piraten, okay, so, bilden wir sonst mal mit ihm ein Team, ist das immer noch der Verbrachte? Ja, der ist immer noch verbrachte. Ja, eben, ich hoffe, dass es dann auch online kommen kann, wahrscheinlich schon, aber eben, ich habe auch noch, ich muss auch wieder für Prüfungen lernen für, und eben. Und ich hoffe, ihr versteht das, wenn ich jetzt nicht online kommen könnte, also eben. Ich versuche auch noch, also wenn ich dann doch nicht online, ja, ich versuche einfach euch informieren, ich kann, glaube ich, auch irgendwie so eine Meldung an alle meinen Abonnenten kann ich irgendwie schicken, und eben, ich versuche einfach das machen, was geht. Sonst eben, sonst sieht er mich wahrscheinlich auch mal im Global, weil, ja, er hat diesen Charakter vielleicht als Freund und könnt sehen, wann ich online bin. Also eben, fürs Gefängnis wäre von Vorteil, wenn ihr Level 40 oder mehr seid. Also nicht eben, weil sonst hat man einfach ewig. Ja, wo ist die? Ah, ist da, okay. Eben, am besten Level 40 oder mehr. Also, das wäre gut. Weil ich habe es auch schon mit 2 Level 40er, glaube ich, war das. Oder 40 und 8, 42 und 38, irgendwie sowas auf dem asiatischen Server, auf dem ich ja mal war. So, nehmen wir das Fleisch von Zappe. Ja, habe ich das auch mal versucht und das ging ewig, wirklich. So, machen wir mal dem ein Team. Cool, danke fürs Annehmen. So, was brauche ich noch? Ich weiß gar nicht mehr. Problem ist nur Räuber und Mörder. Aha, Magier einfach nicht mehr, okay. Eben voraussichtlich Samstag in einer Woche wird das Gefängnis sein, weil ich denke, ich schaffe es wahrscheinlich jetzt noch, das in diesen beiden Let's Plays auf Level 15 zu kommen. Aber eben, bevor ich, also wenn ich irgendwie nächsten Samstag noch nicht Level 15 bin, dann wahrscheinlich dann nicht, weil eben ich kann erst ab Level 15 diesen Quest annehmen. Und ja. Vorher bringt es eigentlich auch nichts. Also ich habe es auch schon mit Level 15 gemacht und das ist doch eher schwierig, dass man muss schauen, dass man nicht stirbt, weil. Ja. Also machen wir jetzt mal hier weiter. Ah, danke. Also noch einen zweiten. Ah, gut, der hilft mir da. Der Speer des Dröhnens. Ja, komm zurück. So, also, wo ist der hier? Boah, der hat auch ein bisschen Leute umgebracht. So, ich muss mal aber noch etwas essen. Hey, bilde ich mir das nur ein oder werden die irgendwie nicht gezählt? Weil. Ah, doch. Piratenräuber. Ah, ich muss nur noch Räuber, darum. Das ist ein Räuber. Ja, genau. Eben, ja, genau. Jemand hat mich noch gefragt, was jetzt gerade im Sinn kommt. Wegen dem Jailbreak für einen iPod Touch der 5. Generation. Ich hoffe, dass du zuschaffst. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer das gefragt hat. Aber im Moment gibt es keinen Jailbreak für den iPod Touch der 5. Generation. Vielleicht wird es in Zukunft mal einen Gegner geben, aber eben. Bis jetzt nichts. Ich hoffe auch mal, dass es einen geben wird. Dann könnte ich auch mal mit dem iPod Touch irgendwie ein Let's Play machen. Dann schauen, wie es dort aussieht und dann je nachdem. Aber eben. Mit Android kann man sozusagen das Gerät auch so aufnehmen wie ich.
Aber eben, das muss dann, das Gerät muss geroutet sein. Nee, das ist der falsche, ist der falsche. Das ist der, aber eben, da kenne ich mich leider nicht so aus. Ich versuchte es mal zu routen, aber das ging nicht. Ah, noch ein Piratenräuber, okay. Piratenräuber sind, da ist der Verpackte. Wo ist der? Kein einziger Piratenräuber, oder? Nee, ich sehe keinen einzigen. Nee, das sind Piratenmörder, ja genau. Nee, wollen nämlich jetzt. Ah, hier. Nee. Keinen einzigen. Mach mich nicht schwach. Da jetzt. Also. Und ja, jemand hat auch geschrieben, ich weiß auch nicht, ich spreche gerne mit der Community und ich habe es auch gerne, wenn irgendwie mein Postfach voll ist und ich eben neue Kommentare sehe und aber mein Heal sei schlecht geskillt. Wenn du jetzt auch zuschaust, der das geschrieben hat, ich weiß nicht, war das Fabian Stummer oder so, wie du, ich weiß es nicht, aber also wie bin ich denn, wie sollte ich dann geskillt sein, besser gesagt, weil das ist eigentlich die beste Skillung für Heal. Also, ich kann nicht da durch, genau. So, verlassen wir sonst mal die Gruppe. Ja. Also, machen wir sonst mal als nächstes Hauthandel. Hauthandel und die Gruppe verlassen. Ach Mist, ich hasse das. Früher konnte man, glaube ich, durch diese Balken hindurch und jetzt nicht mehr. Naja, also Hauthandel ist Krokodil. Aber es ist krass, wie langsam man eigentlich mit diesem mit einem Tank vorwärts kommt im Vergleich zu einem Damage Dealer. Das finde ich echt noch krass. So, wenn ihr irgendwie noch einen Quest sehen oder Quest abgeben könnt im Vorbeiweg, mache ich das. Ich glaube, ich muss da auch noch eine Probe von einem mutierten Hund nehmen. Aber ja. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da durchkomme, glaube ich. Oder nicht. Oder doch. So, Westküste. Also, gehen wir mal Krokodile jagen. Ich hoffe, dass da die Waldwaran, Forest Varanus hießen die auf Englisch. Eben, ich habe das Spiel zuerst auf Englisch, aber ja. Auf Deutsch ist schon einiges besser. So, sonst machen wir mal mit dem ein Team. Oder ist er schon in einem Team? Hä? Die Gruppe wurde aufgelöst. Ah, Assa hat die Gilde verlassen. Schade. So. Und ein Männchen sehe ich da auch noch herumspazieren. Da hat es aber gerade ein paar Leute. Aber eben, wenn die mir nicht helfen, dann... Ah doch, der hilft mir. Cool. Ein Assa, wie das... Nee, nicht ein Assa, ein Archer natürlich, wie das heißt. So, sonst laden wir diesen Mingle noch ein. Ah, der ist am Campen, okay. Ah, dann muss die noch machen, okay. Nee, die muss ich jetzt nicht machen. Keine Ahnung, irgendwie ist heute meine Stimme nicht so gut. Also, nee, ich verlasse das Team, weil der bringt mir nichts. Gruppe verlassen. Also, 2 von 8. So, ich muss wieder etwas von Krokodilfleisch essen. K-
keine Musik im Moment. Das finde ich irgendwie so schade, weil die Musik ist ja eigentlich noch gut. Asarin? Nee, nee, nicht zu den Krebsen. Die mag ich gar nicht. Ja, ich freue mich, bis ich mal wirklich diesen Charakter auf Level 60 gemacht oder geschafft habe. Aber eben, das kann 6 Monate dauern, das kann ein Jahr dauern, das kann einfach lange dauern. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das auch nicht übel, weil eben, es gibt ja noch Schule und man muss leider immer arbeiten. Achso, man hat gerade Ferien. So. So, schauen, wie viel Zeit. Ich habe, glaube ich, letztes Mal. Ah, ein Punkt. Okay. Ich schaue, glaube ich, schnell mal. Das hier ist, glaube ich, Tank. Ja, genau. Hüter. 5 oben. Okay, machen wir mal diese 5 hier. Beginnen wir mal mit diesen 5. Den Rüstungswert um 6%. Ja, nehmen wir mal das. Eben, ich skille mich immer noch nach dieser Website, weil ich bis jetzt bin ich sehr zufrieden und ja. So, mein Beutel ist voll, okay. Oh nee, jetzt bin ich doch noch ein bisschen zu wenig. Ja, aber stimmt, mit diesem Account habe ich echt nicht viel drauf. Echt wenig Gold. Ah, vielleicht habe ich mal gesagt, dass ich zu wenig Gold hätte, um mir weitere 6 Slots zu kaufen. Das kann sein. Ja, und die werden nachher auch gerade gekauft, falls ich wieder 5 Gold habe. Aber eben jetzt. Ich glaube, ich habe jetzt dann einen Stack Grenadine und den Stack können wir auch mal auf die Auktion tun. Ja, was ich dann auch eben hoffe, dass die Bugs nicht irgendwie zunehmen oder so, weil das ist natürlich, Bugs sind für ein Let's Play tödlich, das muss man schon sagen. Es wäre wirklich mühsam, wenn man irgendwie Bugs hätte und dann irgendwie Quest machen will und der nicht geht. Aber eben, ich hoffe, wir kommen durch. So, noch 2 Heu. Noch 2 mal H. So, machen wir mal das. Nee, das noch. Na, also. Okay, keine Ahnung, diese Quests hier finde ich irgendwie auch ein wenig langweilig, irgendwie, keine Ahnung. Also, gehen wir gleich weiter. Ja eben, ich hoffe, dass ich mit euch das Gefängnis machen kann, das wäre wirklich cool. Voice Chat geht, ich kann es mal ausprobieren, aber nee, das wird ziemlich sicher nicht gehen, weil eben ich nehme über das, ich, ja, ah, da hinten hat es ein Erz, wird nachher geholt, eben ich nehme mit dem iPad-Mikrofon auf, also nicht irgendwie mit den Kopfhörern und ich finde es, keine Ahnung, ich finde es ein wenig schlecht, wenn man den Sound nicht hört. Und ich glaube, so viel ich eben weiß, kann man Voice Chat nur mit Kopfhörern machen. Aber eben, wir werden das ausprobieren, wenn ich ins Gefängnis gehe. Ich werde wirklich auch schauen, dass der Ton alles stimmt, so mag sieht, will ich aber. Das können wir wegwerfen, so. Weil Marco sieht ist doch ziemlich gut. Also, den letzten. Nee, ich muss noch 2, oder? Aufträge. Ah, eine, okay, gut.
So, du hast jetzt noch die letzte Haut für mich. Ich hoffe es auf jeden Fall. Nee. Dann vielleicht dieser hier. Ja, ich finde keine Ahnung, ob ich tank. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was wäre deine Lieblings... deine Lieblingsrasse, oder ich glaube Rasse heißt es. Also eben Krieger und so, ja, keine Ahnung, was ich da sagen würde. Aber Damage Dealer finde ich noch ganz cool, aber eben bei Level 60, man sieht ja, es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. So, ich schau mal, was ich gerade noch... Die Hunde, ah genau, das machen wir das mal. Eben, aber keine Ahnung, und jemand hat mich ja auch noch gefragt, eben wegen, wieso ich nur Menschen und Mäntel habe, eben, ich finde, Elfen finde ich gar nicht cool, also, ja, eben ich und Orks, ja, finde ich auch nicht sehr cool. Und, ja, Untote finde ich zwar noch cool, sieht cool aus, mit Rüstung kann es auch wirklich noch cool sein, also als Krieger und Toter finde ich passt nicht, aber eben so als Archer finde ich es noch ganz cool, muss ich sagen. Also gehen wir mal. Nicht genug Moral. Hoffen wir, dass ich da nicht zu lange suchen muss, bis ich da die Probe habe, dann können wir nämlich mal echt viel abgeben. Komisch, wieso, dass ich da keine Musik mehr habe. Sie? Doch. Okay. Nee, nichts. Eben und klar, ich... was wird... Nee, wisst ihr was? Ich gehe zu... Nee, ich muss zuerst mal ein paar Sachen in die Truhe ablegen, so das Erz. Dann können wir gerade noch diesen Quest beenden. Nee, nicht das Erz, meine ich. Das Flussmittel natürlich. Was, ich habe so viel Flussmittel, okay. Ah ja, genau, ich kaufe sie mir ja mal Vorrat sozusagen. Ja, ich erinnere mich nicht mehr so viel an viel, muss ich gestehen. Also Weisheit, das bringt es mir nicht. Stärke, Beweglichkeit. Ja. Und diese beidhändige Waffe, die ich eigentlich nicht gebrauchen kann. Also gehen wir zurück zu den Hunden. Aber eben, ich finde es cool, eben für jeden Kommentar, den ich unter ein Video bekomme, für jedes Feedback. Und ja, darum macht es mir auch Spaß, eben solche Let's Plays zu machen. Ich werde wahrscheinlich morgen eure Fragen beantworten. Es sind nicht sehr viele, muss man sagen. Aber eben nicht. Wahrscheinlich habe ich dann nächste Woche nicht mehr so viel Zeit zum irgendwie viele Videos machen. Also sicher am Wochenende versuche ich mindestens ein Video zu machen. Aber eben, leider muss ich auch noch lernen und so. Eben, also ich versuche wirklich pro Woche mindestens 2 Videos, vielleicht sogar 3 machen, aber eben. Oh, ah ja, der bekannte Bug. Ja, genau, wenn man schnell so hin und her geht. Oh. Ah, Mist, habe ich natürlich nichts mehr im Überblick. Ach man, ich hasse diesen Bug, ehrlich gesagt. Bitte mal die Probe. Nee, immer noch nicht die Probe. Also, Zauber, ach, das hasse ich irgendwie. Also. Das ist hier gewesen, dann das ist hier gewesen, dann hier hatte ich Ansturm, genau. Tapferkeit hier, automatisches Schießen hier. Und hier hatte ich Schrei der Lebenskraft. Ja, eben, als Tank ist man extrem langsam bei Quests. Das ist, also ich habe ja auch schon
Mein Tank gelevelt und da braucht es echt lange. Also länger als für ein Heal und alles. Ja. So, das dauert jetzt aber schön lange. Dass ich da mal endlich etwas bekomme. Du bist da die Probe habe. Ja, okay, keine Ahnung. Ein Quest war schlimm. Das war bei meinem Heal. Das war Richtung Soul Daily Trolls. Trolle. Ich weiß nicht mehr, wie das, wie diese Fisch oder Fisch, irgendwie diese Fische da, die laufen, kennen wahrscheinlich ein paar. Und eben da hatte ich ewig getötet, aber nichts kam, nichts. Bis irgendwie mal noch irgendwie, das war wahrscheinlich eine Stunde oder mehr, oder 50 Minuten, also echt lange, viel zu lange, kam dann endlich mal halt den Auftrag. So, jetzt brauchst du dann wieder für Mana-Getränk. Und langsam sind die Hunde weg. Auch Level 14 sollten wir in diesem Let's Play noch erreichen. Okay, was ich immer befürchte, dass mal irgendwie einfach so mal die Aufträge verpackt sind, sodass diese Belohnung nicht mehr. Ah, endlich! Dass diese Belohnungen nicht mehr drin sind. Aber eben, das habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Also, gehen wir mal hier hinten. Hat's eine Belohnung. Oh, er hat sogar drei Belohnungen. Okay, cool. Gehen wir. Ah, sogar mehr als drei. Ja, okay. Wähle einen Gegenstand. Ich nehme erhöht die Angriffskraft um 6. Ja, und klar ist eigentlich Damage Dealer Stuff und so will, aber nee. Der wird genommen wegen der Rüstung. Ausrüsten. Töte Snook und hol den Kopf von Captain. Ah, ja. Ah, cool, da bekomme ich dann meinen ersten Helm. Das sieht eigentlich noch witzig aus, aber ja. Bitte Josh Butler um Hilfe. So, Level 14 ist erreicht. Also bis jetzt sieht es gut aus mit dem Gefängnis, für eben alle, die sich interessieren. Das ist so krass. Mendel Level 60, das ist das Zeichen für episch. Boah, hör auf. Mach mich nicht schwach. Ja, so, das ist einfach krass, wirklich. Aber eben, vielleicht war es sogar der, den ich als allerersten Level 60er Mendel gesehen habe. Es war echt, ich dachte, was, der ist Level 60? Ja, es ist wirklich krank, meiner Meinung nach. Weil, seit wann ist jetzt das Update draußen? Seit etwa 3 Wochen. Und ja, die Arbeitszeit. So, gehen wir nochmal hier nach oben. Ja, ich finde es einfach krass. So. Ah, hier hat es nur die Quests. Okay, holen wir mal die Quests. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. In meinen Videos nimmt immer alle Quests an und so. Und ja. Also. Ich weiß gar nicht, wo muss ich da hin? Nee, was so weit? Ist das irgendwie ein Quest, den ich vergessen habe, oder? Bitte nicht, der vermisst. Suche ich in den Nachrichten. Ja, das sieht aus, als ob ich da irgendwas vergessen habe. Naja.
Laufen wir halt da nach hinten. Ja, gutes Training für meinen Tank, aber eben. Nee, ich würde natürlich auch nicht nach hinten laufen, wenn ich nicht müsste. Aber komisch, dass ich irgendwie diesen Quest übersehen habe. Ist sehr komisch. Naja. Im Gewinnspiel gibt es eigentlich nichts Neues, immer noch im Laufen, sicher bis etwa Mitte Januar. Dem bis jetzt haben, glaube ich, 4 mitgemacht. 4. Und dem, ich denke, das ist doch eine gute Chance für einen guten Preis zu gewinnen. Ja. So, oh ne, ich muss hier durch in der Brücke. Ne, ich will nicht nochmal zurück nach Kardischen Wald. Nee, bitte nicht. Nee, okay, das wird kommen. Okay, eigentlich mag ich Kardischen Wald auch, aber. Ja, wenigstens mal Musik, das kann man doch sagen. Ich mag eigentlich Arkadischen Wald auch, aber wenn ich nicht mehr dahin muss, ist es doch ein wenig, ja, öde. Vielleicht sehen wir noch ein wenig Bronze. Jetzt eben um die Business-Punkte kümmere ich mich, also Geschäftspunkte, ich sage lieber Business-Points, kümmere ich mich gar nicht. Das ist auch bewusst so, weil eben Farmen, das ist nicht interessant. Ich will den eigentlich wirklich nur leveln. Und eben, es sollte auch ein Lexikon eigentlich sein für irgendwie Neueinsteiger, die nicht wissen, wie man einen Quest macht. Ja, die können dann auch bei meinen Videos schauen, was da ist hier oben. Oder nee, bitte nicht, das ist jetzt nicht der, der irgendwie verborgt war, bitte nicht. Boah, wieso habe ich das vergessen? Das ist aber nicht in Grünberg, oder? Ah, das ist hier. Ja, okay, auf dem Rückweg nehmen wir den Teleport, ist klar. Aber wieso konnte ich diese Aufgabe vergessen? War das genau, ich erinnere mich, glaube ich, sogar. Das ist hier hinten, ja, die mag ich jetzt nicht. Ich glaube, das war so. Naja. Bronzeerz, das nehmen wir natürlich. Aber eben alles, also was ich gesagt habe, Elfen finde ich nicht. Aha. Ah, ich erinnere mich, genau. Genau. Da war ja da war sie ja nicht hier, genau. Genau, jetzt erinnere ich mich. Okay, wir nehmen den Teleport zurück, das ist klar, ich will nicht alles nochmal zurücklaufen. Ey! Ach so, ja genau. Es war vielleicht auch ein Pack, als diese Briefkästen weg waren. Geh zum Nien. So, schaut mal, wo das ist. Das ist hier. Naja, nehmen wir eine Station, den Teleport. Ha, so ein Reittier habe ich auch. Sieht irgendwie noch cool aus. Ich finde es wirklich sehr cool aus. Aber eben, Gameloft will immer noch mehr Runen verkaufen und immer mehr verkaufen. Ich finde auch, man soll die Boxen wenig beheben, weil ich finde es ein wenig schwach, meiner Meinung nach. Dass bei jedem kleinsten Update wieder neue Boxen da sind, die Briefkasten plötzlich weg sind. Also, ja, vielleicht ist es nur auf dem Server so, ich weiß es nicht, weil da so viele Leute drauf spielen, aber ja. Ich werde jetzt mit meinem Charakter in nächster Zukunft nicht wechseln, also ich sehe keinen Grund. Ja, es kostet nur Runen, also kann ich für etwas Besseres ausgeben.
So, eben, okay. Jetzt muss ich da hier hinten laufen. Und eben, das war ja auch verbuggt, also dass man da das Geschenk war. Wenigstens haben sie jetzt das mal gemacht, ohne irgendwie nochmal ein neues Game-Update herauszubringen. Das finde ich irgendwie gut, dass sie nicht für jedes kleinste, für jeden kleinsten Bug etwas raus, das neues, und das App neu rausbringen muss. Das finde ich gut. Aber eben. Androids ist ja viel besser, da kann man ja einfach schaut das App, ob es irgendwie neue Updates gibt. Manchmal macht es sogar direkt im App selber. So, jetzt muss ich mal schauen. Ja, ich glaube, ich laufe noch. Oh, glaube ich, die Brücke vergessen. Ich gehe noch wieder zurück zum Teleporter. Da melde dich bei Hauptmann Bullen. Ah, jetzt kommen diese ganzen Quests, glaube ich, die ich versaut habe. Okay, schade, dass ich die vergessen habe. Oder? Nee, ich habe sie wirklich nicht vergessen. Ich habe die Person war ja weg. Ich erinnere mich jetzt wirklich wieder und da habe ich mal Achim gefragt. Quest? Ja, genau. Es war da. Aber eben, das müsste ich jetzt mit einem normalen, was soll ich sagen, auch mit einem Nicht-Let's Play-Charakter hätte ich das alles nochmal machen müssen. Also. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon am Aufnehmen bin. Ich weiß echt nicht. Naja, ich spiele es einfach mal. Mein Ziel ist jetzt Level 15 bis morgen sicher zu bekommen. Ich kann es natürlich nicht garantieren. Aber ja. Und eben das mit dem Gefängnis würde ich wirklich cool finden, wenn da ein paar mitmachen können. Es ist egal. Und je höher das Level, desto besser im Allgemeinen. Und je mehr wir sind, also 4 Leute gehen halt maximal in die Gruppe, tut mir leid, dass nicht mehr gehen, aber dann ist halt wirklich der Schnellere ist der Geschwindere, also. Ist das schon bei Glockensand erst? Ach. Ach, nee. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf den Gefängnisquest. Ich hoffe, dass ich da auch etwas mit dem Sound machen kann, also dass wir da irgendwie Voice Chat machen können, dass ihr da andere auch noch hören könnt. Ja. Schade finde ich, dass ich nur so ein Pro Let's Play um die 30 Views habe. Das finde ich schade, obwohl eigentlich ich ja jetzt fast 120 Abonnenten habe. Finde ich ein wenig schade, aber ich glaube echt, viele Abonnenten sind einfach, haben mich abonniert, damit ich sie zurück abonniere. Diese cleveren. Aber nee, so läuft es bei mir nicht. Aber naja, ich mache eigentlich die Let's Plays zum Vergnügen, also wenn ich jetzt nochmal ein Let's Play starten würde, da hat man wollen. Wenn ich jetzt nochmal ein Let's Play machen würde, dann würde ich glaube schauen, dass ich irgendwie. Ich gehe mal da durch, dass ich irgendwie. Oder. Ah, nee, das ist der Quest, der hier hinten ist. Der mache ich nicht jetzt. Eben, dass ich. Ich würde glaube ich ein DPS machen. Tank habe ich halt vor allem gemacht, eben weil es so gefragt war, und aber eben zum Leveln ist es eigentlich nicht ideal. Wäre ein DPS wirklich einiges besser. Ach ja, für die, die es noch so weit geschafft haben, wie würdet ihr es finden? Wieso bin ich jetzt rund das Haus? Würdet es finden, wenn ich einfach mal einen Exkurs mit meinen anderen, also Exkurs, ja, oder ein, ja, sozusagen, wenn ich mal mit denen ein Let's Play machen würde, irgendwie, ja, 3 bis 6 betrunkene Matrosen, okay, machen wir. Nee, machen wir jetzt nicht, weil die nicht da sind.
Also, der Kopf des Captain. Ja, eben, ob ich auch mal mit meinem Mendel DD Damage Dealer. Ich will immer DPS sagen. Immer. Ob ich da auch mal irgendwie so ein Let's Play machen soll, vielleicht ein halbstündiges. Aber eben. Ich werde noch mal eben die Fragen, ich werde die ziemlich sicher morgen beantworten, auch wenn es noch nicht so viele sind, ich weiß. Ich werde dann die restlichen im Video beantworten. Also nee, nicht im Video, also unter dem Video, sondern in den Kommentaren. Ja. Ach ja, ich wollte es noch sagen. Heute habe ich in der Tagesbonus flammendes Herz bekommen. Also mein Archer. Und einige haben geschrieben, ja, sie hätten den 100 Stein sozusagen bekommen. Ah. Okay, der muss weg. Ja, das finde ich cool, dass das Game of machen müssen mit diesen Tagesboni. Irgendwann muss ich danach noch auf Greenberg, um meine Sprüche zu verbessern. Ich bin Level 14. Ich bin nicht so schnell. Ich habe jetzt das Gefühl, ich müsste viel mehr machen. Da ist jetzt gar niemand. Okay. Wurden da jetzt alle getötet, oder wie sieht das aus? Ach, diese Krokodilen. Eben, und den Global Chat hier habe ich extra abgestellt, kann ich vielleicht noch hinziehen. Okay, jetzt muss ich aber schauen, dass ich da doch nicht stehe. Also, essen wir das letzte Krokodilfleisch. Danke an Zappe, oder Sternzappe, Stern, danke an dir für das Essen. Wie du siehst, ich konnte es gebrauchen. Also, und dann muss ich mal schauen, ob dieser Pirat wieder ist oder ob das jetzt auch verbargt ist, oder ich verstehe es nicht. Und eben wie gesagt, ich sprich gerne mit der Community und ja, ich finde die Community, die ich habe, bei meinen Videos finde ich sehr cool. Ich finde es halt auch cool, dass ich, dass ihr auch mal sozusagen, jetzt übertrieben gesagt, privat mich ansprechen könnt. Ich muss jetzt mal schauen. Portion Magensäure, 90 Auftrags. Nee. Weg frei machen. Ah, das ist der. Ah, okay. Ich hoffe, dass da einfach mal der Captain noch kommt. Nee, nicht die Krabbe. Nicht die Krabbe. Oh, cool, Schatzruhe. Bitte nicht die Krabbe kommen. Oh, Glück. Du nimmst auch als Halskette des Magmas, ach cool. Cool. Ja, danke, kleine Klaus. Ist schon okay. Ey. Nee. Alter, aber das. Ey, wo war's denn diese Schatztruhe? Oh shit, ich habe kein Dings mehr. Ja, nimm du ihn. Also, was haben wir da? Beweglichkeit, dann Stärke, Weisheit. Nee, das ist eigentlich nichts für mich. Mal schauen, was es noch drin hat. Schriftroll der Stärke, das kann ich aber gebrauchen. Und die wird gebraucht. Jetzt das Krabbenfleisch, das brauche ich eigentlich. Okay. Die spawnen da jetzt langsam wieder so, wie es aussieht. Ich hoffe natürlich auf den Captain's T-Spawn. Sonst laden wir den Mädel mal in eine Gruppe ein. Ah, die sind beide schon in einer Gruppe. Ah, oh, jetzt kommen. Ah, oh, ich Mist. Nee.
Nee. Ja, nee. Da liegt er, da liegt er. Da liegt er, da, Snook. Ich hab den echt übersehen, wahrscheinlich. Ich müsste das vorher machen. Aber eben, das gehört ja auch zum Quest. Ah, Zilat ist wieder da. Land, wir sind's mal ein. Cool. So, mal schauen, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ah, da ist der Pirat. Pirat. Den Snook Captain Forest. Heißt Forest. Quests. Mal schauen, was nächstes ist. Hier auf jeden Fall. Kopf. Bitte. Oh, ich hab's noch halb gedacht. Beutel voll. Naja, wenn ich dann 5 Gold habe, 5 Gold habe, wird der erweitert. So, mal schauen. Töte Snook. Ah, ich muss noch von beiden eins. Okay. Wäre cool. Aber eben, Zilat, ich schreib's jetzt nicht, weil sonst dauert zu lange eben. Wegen dem Sound. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wegen dem Sound alles funktioniert. Oder. Ah, der ist am Farmen. Cool, danke. Ja, da geht's auf den, ist klar. So. So, danke, Level 60er. Schauen, was da drin wäre. Schatz. Ah, ich hab doch aber. Nee, ich. Ja, nee, ich schraub mal mit hochwertigen Waffen. So, gehen wir mal weiter. Ab zu den Wölfen. Zu den Wölfen. Eben mit Sprachchat, ich glaube, ich muss das mal ausprobieren. Ich werde im Gefängnis sehen, ob das geht. Sonst muss ich halt, also sonst, es ist halt, ihr hört dann vom Sound nichts, nur ich. Nur ich höre, was die anderen sprechen, weil ich glaube, ich kann schon mal einen Test machen. Aber wenn ich mit den Kopfhörern das mache, dann geht es, glaube ich, nicht. Ich müsste es mal ausprobieren, ganz ehrlich. So. 90 ist das. Nee, Recycling da. So. Cooles Ziel, dass auch oft in den Videos kommen kann. Galle. Ach nee, Mensch. Ach, sonst nehme ich halt mal noch die Schriftrolle. Eben, ich kann nicht genug haben. Ah, da hat er schon wieder die Galle. Das ist sehr gut, das kann ich gebrauchen. I need cotton. Boah, er ist so krass schnell.
Wow, cool. Das geht ja schnell. Galle. Cool, danke an Zielart für das Helfen. Es geht echt schnell. So, jetzt will es nicht ganz. Okay. Jetzt 5 von 8. So geht es natürlich extrem schnell, das muss man sagen. So, mal schauen, was... Ah, hier hat es noch Galle. Cool. Boah, das geht ja schnell. Nee, das nicht. Und hier? Nee. So. Okay, fertig. Fertig. Danke an Zielart eben für all das Helfen. So, jetzt geht's zum nächsten Quest. Klar, mit Zielart bin ich wirklich einiges schneller, das merke ich natürlich. So, geh mir aus dem Weg. So. Ha, du hast gewonnen. So, ich glaube, sonst gehen wir mal zu den Quests abgeben. Mal Quests abgeben. Quests abgeben. So. Eben, das muss ich auch machen. Und eben, ich muss unbedingt mal ein paar Sachen verkaufen. So, wo sind wir? Die, das hier brauche ich nicht mehr. Dann das hier. Dann das hier. Das hier kann ich auch nicht gebrauchen. Okay, das könnte ich ja nicht verkaufen. Nee. Das braucht niemand. So, also gehen wir mal weiter. Da. Suche das, genau. So, und hier oben ist noch ein Quest. Wähle, genau, cool. Endlich mein Helm. Also, gehen wir da mal weiter. Also wieder zu den betrunkenen Matrosen. Da sind die wieder drei. So, sonst machen. Ich glaube, bringen wir mal alle zum Reden, damit man sie auch umbringen kann. So, noch einen. Ich muss mal schauen, was es sonst für After vertreibt. Genau, dann verdächtige Leuchtturm, das ist den Weg freimachen. Töte Küstenlandhai, der ist ein wenig weiter weg. Ja, ich werde jetzt mal diesen warten wir, bis noch einer kommt. Kommt mit zwei. Ja, und ich weiß, Krieger schreibt mit I und nicht mit I. Ich schreibe sie immer falsch, ich weiß nicht wieso. Da, hier. Und fertig. Also bring Rufi aus dem Ein- und Arbeitszeiten. Okay. Machen wir mal das hier oder wollen wir die Landhai machen? Ich muss gerade schauen. Die Landhai sind hier. Sonst gehen wir mal zu den Landhai. Wenn Zirat schon hier ist. Auf zu den Landhaien. Jetzt gehen wir noch schnell den Quest abgeben, wenn wir schon dabei sind.
Sprich mit Mr. Kruki, oder wie der heißt, machen wir auch noch, aber zuerst kommen die Landseigen. Wenn Zilot schon da ist, weil eben Zilot bringt mir echt, ist eine große Hilfe für mich. So, Schriftroll, ich weiß, Schriftroll der Beweglichkeit ist eigentlich für Waldi. So, ich glaube, er hört ein wenig. Also, gehen wir mal hier hin. Nee, ich muss... Doch, stimmt. Also, diese hier. So, danke, Nummer 1 ist weg. Boah, aber eben, ich finde die Level 60er finde ich schon klasse, muss ich sagen. So, ist doch ein wenig laut irgendwie. Eben, wenn man so sieht, wie man sich entwickelt und so von, sagen, Level 1er Heal-Fähigkeit in die knapp 100, dann nachher, keine Ahnung, wie viel man mit T3-Set erreicht, vielleicht um die 6000 wahrscheinlich, also eben, das ist krass. Cool, danke. Noch drei. Hier hinten ist noch einer. Eben, ihr könnt mir, ich finde es wirklich cool, dass alle alle können wirklich mir, können mir in meinen Videos helfen. Ich sag nicht, dass er muss das, aber das wäre natürlich cool. So, noch einen. So. Gut. Und Quest-Aufträge. Okay, muss ich da hier hin? Ah, ich bin hier genau... Sonst gehen wir noch wieder zurück mit dem Teleporter. Ja, aber Zilot ist ja die ganze Zeit ins PvP gegangen, weil er irgendwie, ja, weil es mit den Businesspunkten nicht so klappte bei ihm. Oder weil ich nicht, weil es eben keine Lust dazu hat, irgendwie zu fahren und so. Ja, verstehe ich ehrlich gesagt auch. Also, ich hatte ja noch eigentlich einen Quest. Ja, nicht diese blaue Wolke oben dran, okay. Aber ich glaube, wir machen hier weiter, weil, sprich mit Mr. Kruki, das kann ich auch noch gut, oder Kruki. Oh, das weiß ich nicht. Lange. So, dann nehmen wir noch diesen Gegenstand an. Genau, das ist dann diese... Hör die Geschichte an. Das machen wir auch schnell. Ja, ich liebe Geschichten, bla bla bla. Klar liebe ich Geschichten, was passiert dann? Das ist dann traurig. Oh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht aufs Mikrofon gekommen. Sprich mit bla bla bla. So, mal schauen, was sich da rumtreibt. Ah, oh, nee. Nee, wieso auf die Lotterie? Nee. Also, rette die Seeleute. Also, gehen wir mal hier hin. Denn die Seeleute retten ist ein mühsamer Quest, wenn man alleine ist. Wow, das hier habe ich schon Level 15 erreiche in diesem Let's Play. Cool. So, ich lege mal... Ah, er ist gestorben. Ah, oh, nee. Nee. Er ist gestorben, nee. Mist.
Jetzt nehmen wir noch gleich diesen Quest. Warnung. Nee, wieso gestorben? Wo ist der? Ah, oh, ja, das geht nicht so weit. Kämpft für mich! Arme Leute, nee, Spaß. Also, ich muss ja auch noch diese Kissen in die einsammeln. Ich nehme mal. Ach. Was? Jetzt einfach. Nee, 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 nee. Buh. Bitte kein Gift, bitte kein Gift. Ich hoffe, ich habe kein Gift. Ja, nee, jetzt kann ich. So, gehen wir. Sammle trockene Kisten. Ah, danke fürs Heilen. So, sonst machen wir mal die Seeleute. Danke. Eben, es geht so schnell, wenn man einen Level 60er zur Hilfe hat. Das ist eben auch, ich finde es auch cool, klar. Es ist, ein sollte auch, ja, nee. Vielleicht sind jetzt ein paar Jahren, ist ja nicht mehr ein richtiges Let's Play oder so. Aber nee, das finde ich nicht. So, war es noch Seeleute, die verletzt sind? Hier oben noch einer oder so. Ah, hier kommt noch einer. So, das wäre es einmal, so wie es aussieht. Sonst machen wir mal mit den Kisten weiter. Warnung Material, trockene Kisten. So, jetzt dürfte eigentlich mal ein Verletzter wieder auftauchen. Oder auch nicht. Naja, dann gehen wir halt mal zu diesem Quest hier. Ich halt hier abgeben kann. Eben, das geht natürlich, als wenn man alleine ist, viel länger. Genau, 6 habe ich schon. Und Level 15, juhu. Was wollte ich jetzt? Genau, hier wollte ich ja mal noch ausbauen. So, das ging. So. So, was schreiben wir mal? Warten wir auf die Leute. Ich glaube, als Tank kann man nämlich keine Fähigkeit weitergeben. So. Ah doch, die habe ich jetzt weitergegeben. Cool. Also, ach nee, bitte nicht klauen. Ja eben, solche. Ich weiß nicht, wie man diese. Ich habe ja schon das gesagt. Ich habe keine Ahnung von Schneidprogrammen und so. Und eben. Ja. Boah, wie die aussieht. Extrem komisch. Also, Level 15. Vielleicht werde ich auch schon morgen das Gefängnis machen. Also wenn ich jetzt schon Level 15 bin, sieht's gut aus. Ich glaube, ich werde das jetzt mal. Ich hoffe, dass ihr bis hierhin geschafft habt. Boah, was hat denn jetzt für eine coole Ausrüstung? Ah, okay, er hat noch ein bisschen PvP, okay. Ah, hier kommen wieder die Leute. Ey, ich bitte, ich hoffe, ich komme nicht immer aufs Mikrofon, weil das ist ein wenig mühsam. So, noch einen. Hier, der ist meiner. Ja. Sehr schön. Haben wir diesen Quiz auch schon erledigt. Also. Beweglichkeit, ja, ich glaube. Dieser wird genommen.
Ah, da ist er. Ich habe gerade gedacht, wo ist er? Also, ich glaube, morgen sieht's gut aus für das Gefängnis. So, ich stelle mal hier ab. Ich glaube, ich gehe noch nach Glockensand. Und ja. So, stelle ab. So, dann bis zum nächsten Mal eben. Ich gehe noch nach Glockensand und morgen ist wahrscheinlich schon das Gefängnis. Dann bis zum nächsten Mal.